Haben Sie diesen Mann und sein Schild schon einmal gesehen? Oder dieses Schild? Der Schildermann taucht immer dann auf, wenn irgendwo in der Republik ein schlimmes Unrecht geschieht. Wenn zum Beispiel ein Kind missbraucht wird oder, wie jetzt Lea Sophie, einen qualvollen Hungertod stirbt. Julia Salden über einen stillen Maler, der mediales Aufsehen erregt. Blumen und Lichter vor dem Haus der toten Lea Sophie. Und mittendrin ein Demonstrant mit der einfachen Frage, schon wieder, warum? Viele Zeitungen druckten das Bild mit dem Demonstranten und seinem Schild. Das rote Warum schaffte es sogar in die Tagesthemen. Gestern Morgen, Landgericht Bonn. Wieder ist er hier, der Demonstrant mit den selbstgemalten Schildern. Es ist Timo Tasche. Auf seinem Schild ein Bild der toten Hanna. Das Mädchen wurde vor 3 Monaten erwürgt. Heute beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder. In erster Linie schreibe ich die Schilder für das Opfer. Das ist auf jeden Fall erstmal an allerwichtigster Stelle. Also ich sage mal, das Warum zum Beispiel, das ist jetzt für das Opfer. So, und diese Forderung hier, die ist jetzt von mir sozusagen. Seit 6 Jahren reist Timo Tasche dorthin, wo etwas Schlimmes passiert. Wenn der Tod von Kindern im Gericht verhandelt wird, ist Timo da. Er war beim Prozess von Tim und Jessica bei der Beerdigung von Rudolf Mooshammer. Überall hält Timo Tasche seine selbstgemalten Schilder in die Kamera. Er will die Menschen wachrütteln, sagt er. Dass die dann erstmal richtig darüber nachdenken, Mensch, das ist ja schon wieder ein Warum-Schild, das ist ja schon wieder ein Schon-Wieder-Schild. Da müssen wir da irgendwas machen. Da müssen wir irgendwie darauf reagieren. Da besteht Handlungsbedarf. Da muss irgendwie was passieren. Angefangen hat das alles mit dem Mord an der 12-jährigen Ulrike. Als Timo Tasche die Bilder des toten Mädchens sieht, ist er schockiert. Zum ersten Mal fährt er an einen Tatort. Danach ändert er sein Leben. Jeder Tag beginnt seitdem mit einem Ritual. Das muss man sich so vorstellen, dass ich also mich für Nachrichten interessiere. Und ich lese also jeden Morgen, sag ich mal, mit einer Tasse Kaffee oder auch 2 oder 3 oder 4, lese ich erstmal die Nachrichten. Also praktisch jede Zeitung. Kann man ja gut übers Internet machen. Und dann, was mich halt besonders dann anspricht, wo ich sage, da will ich jetzt irgendwas machen, da will ich jetzt hin, dass ich dann dahin fahre. Timo packt dann seine Schilder ins Auto und fährt los. Oft viele 100 Kilometer, quer durch Deutschland. Weil er kein Geld hat für ein Hotelzimmer, übernachtet er im Auto. Timo Tasche, ein Getriebener. Heute zum Beispiel habe ich noch nichts gegessen, weil ich einfach gesagt habe, ich will dahin und dann einfach nichts gekauft. So fährt er immer wieder hin, zu Prozessen, zu Trauerfeiern, zu Tatorten. Timo nimmt Anteil an dem Leid von Menschen, die er nie gekannt hat. Manchmal wird er beschimpft. Manchmal sagen die Menschen, er könnte doch auch etwas anderes tun als Schilder hochhalten. Aber ein Schild erregt Aufmerksamkeit und die ist wichtig für Timo Tasche. In seinem Keller hat er die Schilder gelagert. Zeugnisse eines rastlosen Gedenkens. Überall die Namen von ermordeten Kindern. Tim, Benjamin, Hanna. Für jeden Fall ein neues Schild. Nur die Frage ist immer die gleiche. Warum? Jeder Fall ist ein Fall für sich. Und da kann man nicht einfach immer dasselbe Schild vorzeigen. Sondern man muss einfach Abwechslung rein. Weil jeder Fall ist einfach ein Unikat. So manches Mal wollte Timo Tasche schon aufhören. Doch es gibt einfach zu viele Ungerechtigkeiten, auf die er aufmerksam machen will. Und deswegen nutzt er die Macht der Schilder. Und er braucht sie auch. Auf der einen Seite will ich schon irgendwo davon weg. Man will auch, dass vielleicht jemand zuhört, auch ohne Schilder. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, das hört eigentlich jeder zu, wenn man keine irgendwas dabei hat. So was man jetzt vorzeigt. Und das ist ja genau das Schwierige.